In der Kunstwerkstatt in der zum John-Brinkmann-Gymnasium gehörenden alten Domschule fallen die Späne. Schüler der Klasse 9c sind dabei, einen reliefartigen Druckstock für einen Holzschnitt anzufertigen. Mit den Druckarbeiten werden sich die Neuntklässler am 4. Barlach-Schülerwettbewerb beteiligen. Dazu aufgerufen hat der Verein der Freunde und Förderer der Güstrower Barlach-Museen. Von Anfang an, schon vom ersten Wettbewerb an, war klar, dass unsere jungen Leute sich zwar mit dem Barlach-Werk auseinandersetzen sollen, es ist ein Anlass, aber ansonsten soll eine ganz eigene Arbeit entstehen, die sie selbst entwickeln mit einer eigenen Idee und ihren eigenen Erfahrungen, die sie eben auch machen mit dem Thema oder mit dem Material, je nachdem. Ja, und dieses Jahr haben wir es Geschichten in Holz genannt. Das ist ja auch wieder ein sehr offenes Thema. Anknüpfung soll aber sein der Holzschnitt. Also wir beschränken diesmal das Material. Das ist eine besondere Sache, weil das nicht sehr üblich ist, im Moment in der Schule mit Holz zu arbeiten. Also ein Linolschnitt wird oft gemacht, andere Drucktechniken, aber der Holzschnitt ist eher selten dabei. Irene Heinze, die für den Verein die Organisation des Wettbewerbs übernommen hat, gab ihren Schülern das Gedicht »Das Nasobem« von Barlachs Zeitgenossen Christian Morgenstern vor. Die Schüler sollen ihrer Fantasie freien Lauf lassen und darstellen, wie sie das imaginäre Nasobem sehen. Aufgerufen zur Teilnahme an dem Wettbewerb sind Schüler aller Schularten, von der Grundschule bis zum Gymnasium. Letzter Abgabetermin ist der 24. April. Eine Jury wird die Arbeiten bewerten. Es gibt wertvolle Sachpreise zu gewinnen. Außerdem werden alle eingereichten Arbeiten am 17. Mai, dem Weltmuseumstag, im neuen kunstpädagogischen Kabinett der Ernst-Barlach-Stiftung ausgestellt. Die 9C hat schon jetzt einen Preis gewonnen. Durfte sie doch in der neuen Kunstwerkstatt arbeiten, was eigentlich nur den Klassen 11 und 12 vorbehalten ist.